Eindringlinge! Tötet die Geiseln! Dich mache ich fertig! Wir sind in Stasis. Oh, wo ist der hin? Da hinten ist er. So, das war's. Dann müssen wir jetzt nur noch schnell zu der Geisel finden. Der Eingang war irgendwo hier hinten. Kryo-Sicherheitszelle. Nein, das wollen wir nicht. Ist Karte. Da müssen wir hin. Ach Gott. Shit. 1 Minute 40 haben wir noch. Sieht erstmal ganz gut hier aus. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. What? Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber sie sind gegen Entschädigungen. Wir probieren es mal mit Speicheln. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Richtige gemacht haben, weil mit Geiseln soll man ja eigentlich nicht verhandeln. Mit Geiseln nehmen an. Mit Geiseln sollte man auch nicht verhandeln. Ach, guck mal, eine abgeschlossene Kiste. Starte manuelles Überbrücken. Wo kommen wir denn hier durch? Zack. So. Mittelschwere Kruganer-Rüstung. Und 44 EXP. So. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nochmal den Rest des Schiffes an, ob wir hier noch irgendwas finden, was spannend ist. Zum Beispiel Ausrüstung. Eine gesicherte Kiste. Ist lustig. Kleines Fenster hier. So. Das sieht doch hier gut aus. Zack. Das ging fix. Waffen finden wir gerade immer nur noch Technologie 4. Macht aber nichts. Und wir bekommen XP fürs Öffnen dieser Dinger. Das ist schon mal ganz nett. So. Ein fehlerhaftes Objekt öffnen. Zurzeit verfügen Sie über 136 Gegenstände. Sie erreichen bald das. Ja. Was ist hier eigentlich drin? Ablativer Überzug. Jo. Einfach mal direkt umgewandelt. Und dann haben wir das geschafft, würde ich sagen. Ich guck nochmal. Tagebuch. Geiselnahme haben wir erledigt, ne?
Sehr schön. Das sind so die kleinen Nebenaufträge, die ein bisschen Erfahrungspunkte geben. So, wo müssen wir eigentlich hin? Dahin müssen wir, okay. Die so ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Und wo wir auch noch Ausrüstung finden können. So. Dann machen wir uns mal zurück auf die Normandy. Und erfreuen uns daran, dass wir ja, dem Allianzmilitär der 5. Flotte wieder mal helfen konnten. Zurück zur Normandy. Verlassen. Was? Verlassen? Neuer Nachrichtenangang. Stelle durch. Danke, Joko. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. 5. Flotte Ende. Gerne. Gerne, gerne, gerne. So. Dann haben wir hier alles erledigt. Die drei Planeten haben wir uns angeschaut. Im Asteroidengürtel können wir nichts machen. Dann haben wir Farinata abgeschlossen, würde ich sagen. Und können jetzt zum Antaios-System reisen. Oh, das ist ein größeres System. Also mit mehr Planeten, meine ich. 5 Stück an der Zahl. Loba. Ageko. Es sind sogar 6. Ageko. Ja, Ageko ist nix mit anzufangen. Edmos können wir erkunden. Ein Gas bekommen. Jawohl. Dankeschön. Das machen wir natürlich nur für die Quest. Und auf Ploba gibt es, na, eine Matriarchenschrift gefunden. Jawohl. Die Linga. Linga. So, Treven. Hier können wir landen. Das machen wir noch nicht. Vorher gehen wir nochmal nach Vamal. Erkunden wir ein seltenes Element entdeckt. Uran, jawohl. Da hinten haben wir Hunidor. Da passiert nichts weiter. Und dann landen wir mal auf Trebin. Trebin ist eine mittelgroße terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Die Kaltplatte besteht hauptsächlich aus Nickel und Vorkommen an Silber. Oh, da ist unbewohnt. Dann landen wir mal. So, wen nehmen wir denn mit? Komm, Garrus und Rex. Und dann geht's los. Annehmen, danke. Und da landen wir. So. Speicherinhalte ist immer gut. Okay, wir sind hier. Anomalie, Trümmerteile, Forschungsbasis. Was für eine Forschungsbasis? Anomalie. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg hier zu der Anomalie. Mal gucken, was das ist. Was ist das für eine Forschungsbasis hier? Naja, wir werden es schon noch rausfinden. Es werden nur 99 Reparaturteile angezeigt, aber wir haben, glaube ich, 150 oder so mittlerweile. Also Universalgel. Was passiert eigentlich, wenn wir aussteigen? Okay, es ist eine Welt, wo wir keine Probleme haben, das ist gut. Wo sind wir denn? Da sind wir gerade. Wir müssen da irgendwie noch hoch. Ja, ratatatatam. Schauen wir mal, was das für eine Anomalie hier ist. Da hinten, ne? Da. Da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Scheiße. Was bist du denn? Aber über die Dreschstunde habe ich, glaube ich, schon was gelesen, ne?
Gleich haben wir dich. Boah. Nein, das zählt nicht. Wir waren weit genug weg. Das zählt nicht. Das ist unfair. Okay, dann nochmal darüber. Das war unfair. Also, da war ich weit genug weg. Der konnte uns gar nicht treffen. Ja. Dann müssen wir das Ganze nochmal probieren. Schnell mal mit Marco hier über den... Wie heißt der Planet? Ich hab's schon wieder vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Laden, ja genau. Laden wir mal in den Drescherstund ein. So, na... Das ist ein bisschen ungünstig, ne? Der uns von unten direkt anhapst. Ein Treffer noch, glaube ich, oder zwei vielleicht. Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Was? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Das ist zwei oder was? Haben wir es jetzt? Okay, es scheint, dass wir es jetzt haben. Gab auf jeden Fall 500 Erfahrungspunkte, also 2x 264. Das ist... So. Gar nicht so schlecht. So, was haben wir denn hier? Oh, alte Trümmerbergen. Artefaktbergen. So. Turianische Insignien gefunden. Aha, es gibt keine Anzeichen für Lebende. Bis auf eine verwitterte Flagge mit den Insignien des Nimenis-Kolonie ist die Kapsel leer. Codex, Tagebuch. Außerirdische Ratsvölker. Turianer, der Wiedervereinigungskrieg. Ach nö, oder? Wie repariere ich das Ding eigentlich? R vielleicht? F vielleicht? Ah, F. 15 Universalgel sind dabei flöten gegangen, macht aber nichts, würde ich mal sagen. So, Karte. Dann zur Forschungsbasis will ich noch nicht. Wir gehen erstmal zu den Trümmerteilen. Trojanisches Wrack. Okay, wird uns sogar so richtig angezeigt. Die Forschungsbasis nehmen wir zum Schluss. Uns vor, da wir hier wahrscheinlich da ein bisschen mehr zu tun haben. Ich hoffe mal, wir nicht noch so ein Drescher hier. Sind ja doch so ein bisschen anstrengend. Wo müssen wir eigentlich lang? Okay, schauen wir mal, dass wir hier irgendwie. Wir fahren einfach mal wild drauf zu und gucken dann, dass wir irgendwie an dem Gebirge da, an dem Zug vorbeikommen. Ja, ein bisschen Beschäftigungstherapie hier im Mass Effect-Universum bei Mass Effect 1. Bevor wir dann weiterreisen zum Artemis Tau Cluster. Yeah, oh Gott. Lass mal hier das Fahrzeug wieder. Gott, ist das hier hügelig. Ah, ja, ja, ja. Okay, da hinten sehe ich schon Trümmerteile. Mal gucken, was das ist. Ob das halbwegs interessant, spannend oder sonstiges ist. Nee, das sind nicht die Trümmerteile, das ist irgendwas anderes. Das liegt hier so mitten im Weg rum. Aha. Halt. Plutoniumvorkommen. Aha. Erkunden.
Suche nach Mineral. Das ist immer das gleiche hier, habe ich das Gefühl. Zack. Seltenes Element entdeckt. Plutonium. Das ist natürlich doof. Nicht, dass uns dann irgendwas fehlt und wir am Ende des Spiels nochmal die gesamte Karte abfahren müssen. Na gut, ich meine, das hätten wir wahrscheinlich auch so oder so entdeckt. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall immer ein Auge auf die... Da hinten sind die Trümmerteile. Ich habe sie schon gesehen. Also da. Jetzt hinter dem Hügel verschwunden. Da sind auf jeden Fall irgendwelche roten Punkte auf der Karte. Ich mach mal die Zielanzeige weg. So. Damit die uns nicht im Bild rumhängt. So, jetzt. Das, was hier. Ach da. Ah, okay. Wo schieße ich denn hin? Oh Gott. So, Rums. Rums. So, hier ist so ein anderes Fahrzeug. Sieht aus wie ein bisschen wie unser Marco. Trümmerjäger. Aha. Abgestürzte Sonde Bergen. Elektronikfertigkeit zu gering. Was? Nein! Nein! Okay, dann... das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, dass wir das nicht sofort machen können. Gedacht, dass Garrus wenigstens genügend Elektronik hat, aber das scheint nicht so zu sein. Mist, 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 Mist. Ui. Das Lustige ist, man kann mit dem Marco keinen Überschlag machen. Ich habe es oft genug ausprobiert, aber es geht einfach nicht. So. Dann schauen wir mal, was da hinten ist. Wir müssen mit Shepard jetzt oder mit Garrus noch Elektronik steigern. Ach, ist doch alles nix. Moment. Jetzt mal hier das Fahrzeug wieder ein bisschen unter Kontrolle bringen und dann kann es losgehen. So. Huch. Was ist das denn hier? Sind mehrere Sonnen irgendwie. Transmitterturm deaktivieren. Der sammelt diese Sonden, ne? Oder so ähnlich. Habe ich das Gefühl. Entdeckung. Dieses Gerät überträgt Signalbündel in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so verhemmt gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. So, jetzt stürzt nichts mehr ab, würde ich sagen. Das ist ja interessant. So, ab ins Marco und jetzt gehen wir zur Forschungsbasis. Zack, dahin wollen wir. Frage ist, ob wir hier aus diesem Krater rauskommen, aber es sieht gut aus. So, einmal hier oben rüber. Dann haben wir ein bisschen Ebene vor uns. Zack, so. Das ist ärgerlich, dass ich noch nicht genügend Elektronik habe. Da hinten ist die Forschungsstation. Da hinten. Boom. So. Dann fahren wir mal darüber. Wahrscheinlich haben wir gleich wieder so ein Dresch, irgendwas Viech am Arsch hier auf der Flat-Ebene. Und dann reisen wir weiter endlich in den Artemis Taucluster, glaube ich. Da ist erstmal noch was. Hä? Das ist nicht die Station, was ich da sehe. Das zweite. Das ist noch was anderes, okay. Das gucken wir uns natürlich auch an. Aha. Aha.